Wir können sehr stolz sein auf unsere Soldatinnen und Soldaten. Sie leisten jeden Tag professionell, engagiert, pflichtbewusst ihren Dienst. Und sie tun das häufig unter Rahmenbedingungen, die besser sein könnten. Wir investieren hier in die Bundeswehr, damit wir nicht in Prothesen investieren müssen. Heute schaut man mit einer neuen Ernsthaftigkeit auf den Bericht. Er ist Gradmesser für die Einsatzbereitschaft unserer Truppe. Rechtsextremismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Aber gerade in unseren Sicherheitsbehörden ist es ein noch größeres Problem aufgrund der Relevanz dieser Institution. Minderjährige haben bei der Bundeswehr nichts verloren. Beenden Sie endlich diese unwürdige Praxis. Die Abgabe unseres Geräts wird unseren Streitkräften mittelfristig mehr schaden, als dass es den Ukrainern nützen könnte. Es ist allerhöchste Zeit, dass die Ampel ihre Experimente im Haushalt beendet und die umfassende Befähigung der Bundeswehr in den Vordergrund stellt.